Hey Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin negativ, ihr Mäuse. Und ich habe noch 2 Tage, um Karneval zu feiern. Das bedeutet, ich werde jetzt erstmal mich fertig machen. Ich war gerade in der Stadt, war auf der Sonnenbank, bisschen wieder Sonne tanken, ne? Ihr wisst, wie es läuft. Habe mir ein neues Oberteil geholt. Das ist das hier. Boobs are looking great in it. Ich sag das nur, wie es ist. Dann habe ich mir noch so Leopardenohren geholt und ein bisschen Make-up, damit ich mich jetzt fresh machen kann. Ich gehe jetzt natürlich nach Köln. Wie soll es das sein, in Köln ein bisschen Karneval feiern. Ich muss mir jetzt meine Haare machen und ich dachte mir, ich nehme euch mit, weil die Laune ist natürlich wieder top. Anders kann es ja nicht sein. Ich bin einfach negativ im Mäuse. Ich kann das nicht glauben. Ich freue mich so sehr darüber. Wirklich. Ich bin so dankbar, dass ich wieder negativ bin. Aber ich muss sagen, es wurde auch langsam Zeit, weil ich low-key 9 Tage jetzt in Quarantäne war. Also ich werde mir jetzt meine Haare machen, ich werde die ein bisschen wellen und ja, ich dachte, das passt ganz gut zum Look und ihr Mäuse, ich bin wirklich so gut gelaunt. Wir hören natürlich jetzt Musik. Ich hoffe, heute geht was in Köln. Ja. Let's see. Told you so extra, but I know I'm the same. Love me in spite of my trauma. Give me what I need instead of the drama. 'Cause when it pop off, it's like, oh my. All good all day, but the night we be going so hard on a flip. Also Friends, ich teste gerade so ein bisschen, wie ich mein Make-up noch verbessern kann. Aber ich bin actually schon sehr happy, wie es gerade aussieht. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Ich bin so, also mir ist so heiß, weil ich einfach eben auf der Sonnenbank ein bisschen verbrannt bin. Also ich habe jetzt hier einfach diese Leoparden-Dinger gemacht, weil ich irgendwie keinen Bock hatte, mir so Streifen ins Gesicht zu machen. Und ich finde, so erkennt man dann ja trotzdem, was ich bin, oder? Was meint ihr? Eigentlich bin ich schon fertig. That's my fit for Carnival 2022. That's crazy, Alter. Ich kann einfach noch feiern. Ich hätte es niemals gedacht. Leider ohne neue Lippen. Weil eigentlich hätte ich ja am Freitag meinen Lippentermin gehabt, wo ich die aufgespritzt hätte. Aber ja, it is what it is, ihr Mäuse. Ich mache das dann irgendwann. Ich hoffe, die haben relativ bald einen Termin frei. Also Friends, ich habe mir jetzt eine Jacke angezogen. Ich glaube, ich nehme die Jacke. I'm sorry, jetzt schon an meine Mom, weil die ist von meiner Mama. Ich ziehe mir dann hier noch so diese Ohren auf. Dann, wenn ich dann unterwegs bin. Oh, ich sehe so süß aus. Hallo. Ja, ich treffe mich jetzt mit Lina am Bahnhof und dann gehen wir feiern nach Köln. Ich freue mich, oder? Weil ich war noch nie in Köln feiern und ich habe auch noch nie Karneval in Köln gefeiert. Deswegen, ich bin auf jeden Fall sehr down, sehr hyped. Ich sag euch jetzt schon, ich glaube, I'm gonna be freezing, aber ja, I also wanna look cute. Deswegen ist es dieses Outfit jetzt hier. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, ob ich... ich bräuchte eigentlich eine Tasche, um da so ein paar Sachen reinzutun. And now I don't know, ob sie eine Tasche mitnimmt. Ich glaube, ich frage die mal kurz. Okay, ihr Mäuse, wir sehen uns gleich im Zug oder Karneval something. Ich hoffe, es wird nice. Drückt mir die Daumen, bitte. Ich will, dass es nice wird. Ich habe mich so krass gefreut jetzt. Tschüssi! Also, ihr Mäuse, wir sind jetzt im Zug. Kannst du drin sein? Das sieht so gut aus. Thank you. Das war's. Wir stehen jetzt hier in Horum. Wir lieben Horum. Lass mal hier aussteigen. Hier geht auch voll die Party jetzt. Ja. Leute, kommt alle nach Horum. Crazy. Ich hab Internet. Die Maus muss noch gucken, ob sie negativ ist. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, weil sonst wäre ein bisschen blöd. Wir trinken natürlich hier schon Gude vor. Ist ja klar. Wir haben 2 Klopfer. Ich dachte, hier hört die Klopfer raus. Nee, achso, ja. 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 Ich hoffe, dass mein Make-up gleich noch hält, aber bis jetzt sieht es sehr gut aus. Come hit me with your touch and make me wanna say damn. And yeah, you know what's up. Ain't nothing I won't do. Also Friends, it's a new day. Gestern hatte ich unnormal den Kater, deswegen habe ich gar nichts mehr gemacht.
Aber ich habe mich jetzt mal ein bisschen fertig gemacht. That's the fit for now. Ich fühle mich heute wirklich gar nicht pretty. Also, I don't know. Aber ich dachte mir, ich lasse mir jetzt mal meine Nägel machen. Because ich habe die abgemacht. Und ja. Deswegen, it's time to get some new nails. Und ich habe eine sehr, sehr nice Idee. Deswegen, ich bin gespannt, ob das was gibt. Und dann melde ich mich auf jeden Fall später bei euch. Und erzähle euch dann auch mal ein bisschen, wie Karneval war. Weil ich habe zwar nur einen Tag gefeiert. Aber es war sehr, sehr exciting. Und ja, deswegen, I'm gonna tell you later. Aber wir gehen uns jetzt erstmal die Nägel machen. Bisschen das Wetter genießen. Es ist schon wieder krankes Wetter. Ich kriege Summer-Vibes. Das lieben wir. Tschüssis. So give me all you got right now. I know I'm yours, baby. So come give me love. You know you're my baby. So come give me love. Also Friends, jetzt gerade in meinem alten Zimmer, ich sehe wirklich tot aus. Es war unnormal kalt draußen, aber these are my nails. Ich feiere das unnormal. Ich wollte jetzt hier auf jeden Nagel noch so einen Glitzerstein draufkleben, weil ich blende euch mal hier meine Inspo ein. Aber wollte ich jetzt nicht im Nagelstudio machen, weil da hätte ich dann noch länger gesessen und mehr bezahlt und ich kann das auch einfach hier zu Hause machen. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch ja noch eigentlich was von Karneval erzählen. Deswegen mache ich das jetzt mal flott. Es war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich war ja das erste Mal in Köln feiern, das erste Mal Karneval in Köln gefeiert. Und es war sehr nice. Wir sind halt diese Zülpicher Straße lang gegangen und haben dann halt da noch voll viele Leute getroffen, die wir kannten. Wir haben einfach mit denen getrunken, ein bisschen gefeiert und so. Es gab entweder den Zug um 1 Uhr oder um 4:15 Uhr und wir wollten halt so den Tag ausnutzen und so, und deswegen haben wir dann uns dazu entschieden, den Zug um 4:15 Uhr nach Hause zu nehmen, und deswegen waren wir dann noch da irgendwo in so einem Club, weil Lina Freikarten hatte, und ja, dann waren wir da ein bisschen feiern und dann sind wir halt irgendwann mit dem Zug nach Hause gefahren und es war wirklich sehr, sehr lustig, ja. Aber bei der Zugfahrt, Props gehen raus an diesen Schaffner, der hat mich ja unnormal abgefuckt, weil ich hatte meine, ja, es war halt so, wie es war. Ich war mega tot und habe halt so meine Füße auf den Platz vor mir gelegt. Und dann, also ich hatte ja auch Schuhe an, aber die, da so, keine Ahnung, der Sitz war auch überhaupt nicht dreckig oder so. Und dann kam der Schaffner und meinte so, das macht einmal 20 Euro, und hat dann meine Daten aufgenommen und so mir eine Rechnung gestellt. Also das fand ich wirklich sehr unnötig, aber ansonsten overall war ein total toller Tag. Es hat mir richtig Spaß gemacht, ich freue mich auch schon auf den 11.11. Und am Freitag machen die Clubs wieder auf. So ja, I'm super hyped for that. Ich glaube, das war es jetzt auch schon mit meinem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Und wir sehen uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Tschüssi!